Das Kader-Update zur Saison 2021-22 für We Are Football ist draußen und wir schauen heute auf den Kader von Hertha BSC, die wichtigsten Fakten zur Mannschaft. Der beste Spieler im Kader der Hertha ist ein Franzose und zwar Lucas Toussaint. Der hat eine Bewertung von 10,8, ein goldener Stern und natürlich in der Zentrale ist es wichtig, ganz viel Übersicht, aber auch extrem viel Ausdauer zu haben. Der beste Nachwuchsspieler im Kader heißt Martin Dardai und spielt in der Innenverteidigung. 19 Jahre ist er jung, eine 8,8er Bewertung hat er jetzt schon und eine 3-Sterne-Talentbewertung und vor allem seine Spieleröffnung lässt ja nichts zu wünschen übrig. Zwei der drei besten Torjäger der letzten Saison sind leider schon weg. Córdoba und Cunha sind nicht mehr bei Hertha. Dafür gibt es noch einen Christoph Piontek. Jeweils 7 Tore konnten die drei schießen. Und auch bei den meisten Assists fehlt die Hälfte. 50% sind nicht mehr bei Hertha. Mateusz Cunha 6. Aber auch Wladimir Darida konnte 6 Tore vorlegen. Die Derby-Statistik im Berlin-Derby macht besonders mir Freude. Als Hertha-Fan freut man sich natürlich über 4 Punkte gegen Union Berlin zu Hause und auswärts ungeschlagen. Hertha-Fun-Fact Nummer 1: Mit Santiago Ascacibar haben die Berliner den kleinsten Spieler der Liga im Kader. 1,68 ist er gerade mal groß. Hertha-Fun-Fact Nummer 2: In der letzten Saison waren die Berliner tatsächlich das Team mit der höchsten Durchschnittshöchstgeschwindigkeit. 33,83 km/h war die Durchschnittshöchstgeschwindigkeit im Team.